Das war es, LP. Ja, aber mit dem Drachen würde ich mich jetzt mit der Ausrüstung noch nicht anlegen. Wir haben sehr wenig Leben, also. Fex zum Gruß. Ja, Fex. Wieder. Okay, dann nochmal schön speichern. Und die Ballon. Zurück? Ja. Hier. Eure Lieferung. Vielen Dank. Und unser lieber Freund? Wölfe haben ihn gefressen. Ihr habt Talent. Unser Handelswagen steht für euch bereit. Wir können euch jederzeit ungesehen nach Drohl bringen und wieder hinaus. Danke. Schön. Ach, gehen wir jetzt gleich nach Drohl? Okay. Dann halt so. Sieht schön aus. Zu den hängenden Gärten, Schmieden, Alchemist. Ah, das ist neu. Was haben die Händler denn hier? So, Signore. Ja. Besten Händler überhaupt. Aber was ich jetzt noch schauen wollte, können wir jetzt hier in der Stadt wenigstens unser Inventar ändern? Hallo? Verstehe ich jetzt nicht. Den Bogen ja gleich wieder. Hä? Also sie gehen nicht mit dem, oder? Nee? Dann der lange Dolch halt nach da. Kurzschwert. Das Kurzschwert. Ist eigentlich besser. Okay. So viel dazu erstmal. Zu den hängenden Gärten. Heldentod. Heile ein zu Boden gegangene Helden innerhalb von drei. Da ist sie. Die schönste Rose Drohls. Meine Baroness. Hey, ich wollte das lesen. Und wer ist der Mann? Ihr Vater lässt sie Tag und Nacht von einem Leibwächter bewachen. Ich darf mich nicht blicken lassen, sonst haben wir gleich die gesamte Stadtwache am Hals. Gibt es da etwas, das du uns verschwiegen hast? Irgendwie müssen wir ihn loswerden. Auf einem rechtmäßigen Weg. Leibwächter und Alborn. Achso, da. Gartner. Verfluchter Ratten. Haben sie die hängenden Gärten aufgefressen? Sollen wir sie für euch erschlagen? Mit Schwertern? Unsinn. Wozu gibt es Fallen? Ach, wenn ich nur wüsste, wo die kleinen Kerle ihre Nester haben. Fallen im Park platzieren. Wir haben im Park ein paar Rattennester entdeckt. Wir könnten euch zeigen, wo ihr eure Fallen platzieren müsst. Oh, es gibt doch noch Ehrenleute. Ich werde die Fallen sofort auslegen. Die Gärten sind immer wieder faszinierend. Ja, ein Jammer, dass sie so heruntergekommen sind. Nachts sind sie ein Liebesnest und tagsüber zertrampeln die jungen Burschen alle Rosen bei ihren Duellen. Im Park sind Duelle erlaubt? Willkommen im Horasreich. Oh, okay. Dann Albon. Was ist denn? Wir möchten etwas lernen. Nee, möchten wir gar nicht. Bleibt zurück. Zieht eure Waffe. Was? Ihr werdet meine Schwester kein zweites Mal anfassen. Eure Amelia? Ich dachte... Ausreden. Habt ihr keine Ehre? Ich fordere euch zum Duell. Ihr zweifelt an meiner Ehre? Ja, das tue ich. Das ist der rechtmäßige Weg, von der Zurbaran gesprochen hat. Hier sehen wir... glaube ich, eine Elfe mit Pfeil und Bogen. Ja, sicher auch ein Charakter. Warum? Das sind aber schon mehrere. Was ist? Ringmenü. Gewünscht. Kannst du Wuchtschlag auch direkt mit dem Pfeil? Ja, habe ich schon. Okay. Dann können wir irgendwas. Ah, Fallen. Die Fallen wurden ausgelegt. Und da ist die Baronesse. Wir haben die Fallen ausgelegt, also
wäre es ja schon blöd, wenn wir jetzt warten würden, bis wir da reinlaufen. Und Zubaran hat die Initiative Feuer. Machen wir nächste Runde. Okay. Das bringt auch momentan nicht viel. Wir müssen warten. Die Geduld wird uns den Sieg bringen. Haha. Tanken überhaupt nach, oder? Ist schön. Okay. Feuer. Welcher von denen ist eigentlich Leibwächter? Leibwächter. Achso, das sind alles nur Leibwächter ohne Namen. Na dann, Angriff. okay, wir können mit Gimli, wollte ich sagen, Nauchim niemanden mehr angreifen. Puh, 12. Los, Zubaran, wir halten die auf. Sprich du mit der da hinten. Aber Hilfe wäre auch nicht schlecht. Ha. Ja, das geht doch. Heftiger Angriff. Angriff. Ach, schön. Okay, kann er jetzt eigentlich hier... Hallo. Vielleicht müssen wir bei einem Duell dann warten, sodass er dann da... Nein? Okay. Da einfach nur angreifen. Bitte, halt so. Mein Grande! Ich habe dir versprochen, dass ich wiederkomme. Und hier bin ich. Wir dürfen hier nicht bleiben. Mein Onkel hat überall Augen und Ohren. Triff mich bei meinem Landsitz. Klingt vernünftig. Okay. Oh, Gamaschenhose ist gut. Auswahl nehmen. Ein Dukat, 8 Silber. Weißt du, wir könnten ohne ihn weiterziehen. Er wird schon kommen. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich traue diesem Zauberer keine 2 Schritte. Ach nee, das mache ich nicht. Eigentlich... Vertrauen wir ihm oder nicht? Nicht jeder Alan Fana ist falsch. Offenbar hast du andere Geschichten gehört als ich. Eigentlich gar keine. Wir sollten... Ich glaube, es sollte nicht schaden, wenn wir schnell aufbrechen. Was? Fürchtet euch nicht. Ich habe meinen Zauberstab wieder. Da hinten fliegen die Täubchen. Holt sie euch. Der Rechtswahrer. Was? Aber... Ja. Okay. Ja. Hexenjäger. Danke, Zurbaran. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Was? Hä? Ah, ich verstehe. Na, das verstehe ich nicht. Feuer, normale. Okay. Okay, Nauchim wird das da kaputt schlagen, dann die nächste Runde. Und wir bereiten uns mal hier drauf vor. Nicht wirklich, oder? Ja, immerhin. Hoffentlich funktioniert jetzt die tolle arkane Barriere. Bitte. Ja. Nauchim macht das kaputt.
wir wollen uns nicht einkerkern lassen, wir greifen alle dann auf einmal an. Nein, das... Nein, gut. Immerhin kriegen die jetzt auch so Schaden, das ist schon mal toll. Oh ne, jetzt sind wir eingekesselt. Wir hätten die noch da hier nach drüben kommen lassen sollen. Aber damit können wir, ohne dass wir geheilt wurden, schön einfach immer wieder eine Freude. Ja. Okay, dann halt hier. 5. Immerhin. Ach, da haben wir auch noch einen Bogenschützen. Es wird kritisch. Da. Ey. Nicht so mit einem Aufhimmel. Oh. Sieht schmerzhaft aus. Keine Ahnung, was das jetzt genau geholfen hat, aber irgendwas bestimmt. Einfach auf einen, dann ist einer schon weg. Ha, da ist immer noch eine Wand. Und wenn sie nicht mehr da ist, ja, dann habe ich ein Problem. Ich habe jetzt schon ein Problem. Was heißt das hier? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Ah, okay, Zubaran muss weg. Oh, okay. Dann Nauchim halt hier. Ne, nicht auf die. Hilft alles nix. Finde ich aber auch irgendwie blöd, dass man hier Dinge machen muss, ohne dass man sich heilt von der letzten Schlacht. Ist der jetzt geschützt oder vielleicht? Ich würde jetzt gern nach da laufen, wenn es recht ist. So noch da. Aber nicht dadurch. Au. Ja, hat sehr gut funktioniert. Ich hoffe einfach mal, dass der Zauber klappt. Ja. Na, immerhin. Das wird echt heftig. Ja, welchen wohl? Ja, sicher sind wir da schon mal nicht. Wird es langsam auch in Feuer? Nein, nein. Gepäck vielleicht. Wir haben ja so ein. Ich will. Ach, ich hätte das dem vor. Blöd. Gut, zwei. Nur noch drei eigentlich. Hm. Oh. Wird echt hart. Vor allem mit so jemanden wie Zurbaran. Waffensets Fratzenstab. Aha. Ach, vielleicht macht der Stab hier irgendwas besser.
Items, Gürtel. Immerhin haben wir uns ein bisschen Zeit verschafft. Ja, ich freue mich. Jetzt sind wir auch noch von dem attackiert. Das wird nichts mehr. Aber ich will mal den Game Over Screen sehen. Darauf freue ich mich. Nein, nicht den Pfad. Ich kann den Pfad ja nicht mal auswählen. Ja, das war's dann, die Runde. Ja, schön. Toll. Freue ich mich. Ja. Erneut. Toll. Besser Kampf, den ich je. Das ist echt blöd. Es sollte wenigstens eine Möglichkeit geben, die Dinge im Inventar dann. Gut, ist noch Early Access, aber. Sich wenigstens irgendwie heilen oder so, weil sonst kann man ja ewig feststecken. Gut, ich bin jetzt auch nicht so übermäßig verletzt, aber. Dann. Verbarrikadieren wir uns wenigstens hier, dass dann alle Charaktere hier sind. Nauhim wird noch nach hier gehen, damit er nächste Runde das kaputt machen kann. Was im Prinzip nicht viel bringt, aber ach, jetzt gehen die so weit vor. Geblockt. Kann ich die Runde irgendwie überspringen von denen? Nein, kann ich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Warten, Naurim macht es kaputt. Wird jetzt leider auch an. Nee. Subaran geht so weit weg, wie er kann. Und macht einen kleinen Feuerstrahl da drauf. Die kriegen jetzt Schaden. Genauso wie geplant. Ha, geblockt. Sie wollen ihn jetzt aber nicht wirklich umsingeln, oder? Naurim, nicht gut. Alison wartet noch. Naurim zieht sich etwas zurück. Und Zoberan geht nach da. Da könnte wenigstens irgendeine Verteidigung halten. Oh. Es ist nicht hoch genug. 6 Schaden. Da halten wir nicht wieder. Da halten wir wieder nicht durch. Ach so, für die ist es giftig, oder? Keine Ahnung, was das jetzt ist. Aber. Okay, Angriff. Heftiger Angriff. Auf den gleichen. Oh. Okay. Nein, das beabsichtige ich eigentlich nicht. Feuerstrahl auf den gleichen. Dann ist immerhin einer schon weg. Ja, den verstehe ich sowieso nicht. Immerhin wird es meistens geblockt. Was ist jetzt mit denen eigentlich? Die sind verwirrt, oder? Und kriegen Schaden. Sehr schön. Ja, das bringt jetzt nicht, einen heftigen Angriff auf den zu verschwenden. Ich sehe schon, dass es die Runde wird. Oh, ganz anders, ja. Jetzt greifen wir mit Zurbacher einfach so an.
es nicht viel bringt. Puh, zum Glück geblockt. Nein. Ja, die sind sowieso schon weg, oder? Nächste Runde. Also. Dann heftiger Angriff. Dann Zuberin geht nach da. Und weg. Wechselst zu dem Fratzenstab. Den, der greift jetzt Zuberin an. Oh. Was vielleicht hinterher betrachtet nicht so gut ist, aber... Ja, okay, der ist weg. Muss ich den jetzt wirklich noch angreifen? Heftiger Angriff auf den da. Ist Magie jetzt irgendwie besser, oder? Ja. Wird den Schützen jemals erreichen werden? Das ist die Frage. Der ist jetzt weg. Dann der hier. Dann der hier. Dann noch der hier. Wow. Voll der epische Held. Beziehungsweise Bösewicht. Nein. Gut, wir haben noch einen Heiltrank, oder? Aber... jetzt noch gegen den alleine. Es hilft nichts. Nee, es hilft nichts. Nein, nicht zu den Bienen. Wir müssen da jetzt hinlaufen. Den ganzen weiten Weg. Und greifen jetzt an. Aber mit einem heftigen Angriff, wie wir es von Nauhim gelernt haben. Ach, einfach nochmal heftig. Noch eine Runde überleben wir. Und noch einmal heftig. Ich habe dein Träumchen, Zauberer! Bellarita, sie ist eine Baroness. Ihr habt kein Recht dazu. Wer sich mit Mördern einlässt, ist ebenfalls ein Mörder. Ich werde ihr die Augen ausbrennen, damit ihre Lüsternheit sie nicht mehr von Praios rechtem Pfad abbringen kann. Was ist passiert? Was macht der Rechtswahrer hier? Das ist eine lange Geschichte. Eine gute Geschichte. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen Bellarita befreien. Ich hoffe, du hattest eine schöne Nacht. Oh, fast so gut wie die Nacht auf der schwarzen Orchidee. Links von mir lag eine Minivatus-Sklave, rechts die Tochter des Kapitäns. Draußen kratzte die Donna Zombrecht eifersüchtig an der Tür. Ich würde euch mehr erzählen, aber ja. Naurim vertraut ihm nicht. Aber die Baroness hat ja eigentlich kann nichts dafür. Nach unserer Rolle müssten wir sie zurücklassen, aber... Also gut, wir befreien sie. Ist ja sicher, Grosling. Das riecht nach einer Falle. Seit wann hält uns das auf? Unseretwegen ist sie in Schwierigkeiten, also helfen wir ihr. Danke. Ja, seit wann halten uns Fallen auf? Wir sind die Fallen. Was ist Dreispitz? Würde ich so... mitnehmen. Hätte ich gern, ja. Ja. Blackguards, ich warte. Wir haben hier noch irgendwas gekauft bei dem Händler. Ne, wir haben bekommen
diese Hosen als Item. Ja. Beute 25 AP, Dukaten 2, Silberteiler 1, Heller 8. Traglast sind 50 von 74. Was? Ah, okay. Jetzt haben wir Belleritas Landsitz, Drachenharz und noch mehr, aber wir sollten uns vielleicht erstmal davor heilen, aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Blackhearts. Ciao.